Der Probennehmer inspiziert die Schadensstelle und entscheidet die Art der Probenahme. Feststoffprobe, 2 Spatel. In diesem Fall handelt es sich um ein unbekanntes Pulver. Er meldet seinem Helfer, dass er eine Flasche mit Trichter und 2 Löffelspatel benötigt. Die Materialien sind in einem Übergabebereich bereitgestellt und werden ihm angereicht. Das Pulver wird möglichst sauber in die Flasche gefüllt. Die benutzten Materialien werden gesammelt und an einer geeigneten Stelle abgelegt. Die Flasche wird verschlossen und zum Übergabepunkt gebracht. Die Flasche wird dem Helfer zum Säubern übergeben. Dabei wird darauf geachtet, dass die Handschuhe des Helfers erst in direkten Kontakt mit der Flasche kommen, wenn sie abgerieben ist. Ein Etikett wird mit Datum und der Probennummer versehen und auf die gesäuberte Flasche geklebt. Die Flasche wird mit Alufolie lichtdicht umwickelt. Der pH-Wert des Pulvers wird bestimmt. Bei trockenen Materialien muss das pH-Papier vor der Messung mit destilliertem Wasser angefeuchtet werden. Das Anfeuchten erfolgt über den Müllsack, um Spritzwasser aufzufangen. Das pH-Papier wird in Kontakt mit der Substanz gebracht. Der Farbabgleich mit der Farbskala auf der Verpackung erfolgt berührungslos. Nun wird die Temperatur der Probe bestimmt. Die Daten werden auf dem Probenbegleitschein notiert. Die Probe wird mit dem Probenbegleitschein in die Dekonverpackung gegeben. Die Luft wird ausgestrichen und der Beutel mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist nun bereit für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das Tauchbad.